bin Martin Ernst, ich bin Produktfotograf, fotografiere von kleinen Parfümflakons bis Klamotten, eigentlich so gut wie alles. Hin und wieder auch mal ein bisschen People und Mode und auch Food. Mit Edmund bin ich jetzt seit Mai diesen Jahres in der Zusammenarbeit. Also mein Geschäft vorher, ich bin seit 2004 selbstständig und tatsächlich dann Akquise selber gemacht und mich um Homepage gekümmert und Mappentermine wahrgenommen etc. Also tatsächlich sehr als One-Man-Show und so Sachen wie Online-Marketing. Ich habe diverse Coaching- oder Webinarangebote im Internet wahrgenommen, aber das brachte halt alles nicht so den Erfolg. Ich kann ganz gut davon leben, aber jetzt ist es definitiv Zeit für die nächste Stufe. Also durch die Telefonskripte und auch die ganzen Informationen, die so dazu angereicht wurden, warum sich der Kunde so und so verhalten könnte, warum man ihn eventuell mittels Einwandbehandlung in eine bestimmte Richtung bringen könnte. Das hat mir schon sehr geholfen, weil man tappt weniger im Dunkeln, als das vorher der Fall gewesen ist. Vorher habe ich mich mit einer knappen Antwort, nee, kein Bedarf, habe ich mich dann schnell abspeisen lassen. Mittlerweile gehe ich da schon tiefer rein und es wird auf jeden Fall von der Strategie her wesentlich besser und ich fühle mich auch sicherer dann. Also im persönlichen Kontakt zu Edmund fand ich tatsächlich, also so gut hätte ich ihn nicht erwartet. Es wird sehr, sehr schnell auf Rückfragen, egal zu welchem Thema, geantwortet. Also dass der Support so gut ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und es ist tatsächlich, also er hat es heute auch schon gesagt, natürlich bin ich sein Kunde, aber läuft alles wie auf so einer freundschaftlichen Ebene ab. Also dieses Coaching würde ich generell allen Fotografen empfehlen und auch Videografen empfehlen, weil grundsätzlich, also die meisten Foto- und Videografen sind ja eher so auf das Produzieren von Inhalten geschult, was jetzt Fotos als auch Filme anbelangt, aber der ganze Marketingbereich und das Verkaufen lernen, das bleibt meistens auf der Strecke, wenn es überhaupt irgendwo im Ausbildungsgang vorkommt oder wenn man sich halt als Autodidakt in diese Richtung bewegt, ist natürlich so oder so unglaublich wichtig, das zu lernen. Und also ich habe auch tatsächlich schon ordentlich Werbung gemacht bei ehemaligen Kommilitonen, als auch jetzt mit anderen Fotografen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich absolut überzeugt bin von der Wirkung des Coachings.